Brand verschüttet James Jones? Hauptfeuerwehrmann Steele ist vor Ort. James Jones wurde am Strand von einem Steinschlag verschüttet. Wir müssen Schnuffi mitnehmen, Penny. Und ich verständige Gwendolyn. Ein sehr guter Platz, um die Münzen zu vergraben. Hier oben wird Hauptfeuerwehrmann Steele sie ganz bestimmt finden. Klingt wie Jupiter. Was da wohl passiert ist? Hier drüben, Sam. Sehr schnell. Gut, da, er steckt irgendwo unter den Felsen. Such, Schnuffi. Such schnell James. Schnuffis empfindliche Nase wird genau feststellen, wo James verschüttet ist. Dann können wir ihn gezielt herausziehen, ohne weiteren Steinschlag zu riskieren. Er hat ihn gefunden. Gut gemacht, Schnuffi. Bist du verletzt, James? Nein, nicht ein Kratzer. Mich hat nichts getroffen. Ich bin nur von den Felsen ganz eingeschlossen. Penny? Wir brauchen schnellstens die Plane, um einen Schutz hier drüber zu errichten, falls noch weitere Steine herunterstürzen. Ist gut, Sam. Schön, dich hier zu sehen, Quirtling. Danke, Sir. Hallo, Sam. Das hätten wir. Vorsicht, James. Ich schau erst mal. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Ich hätte nicht zu den Klippen gehen dürfen, so wie Sie es gesagt haben, Hauptfeuerwehrmann Steele. Du hast sehr viel Glück gehabt. Warum musstest du auch gerade hier graben? Ich dachte, ich hätte ein Geburtstagsgeschenk für meine Mom entdeckt. Dabei war es nur eine verrostete Dose. Und ich wollte ihr doch so gern was ganz Besonderes schenken. Ich kenn Brand, ja Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam.